und herzlich willkommen zurück zu The Last Day of June. Ja, in der letzten Folge ist viel passiert. Leider habe ich jetzt ein kleines technisches Problem gehabt. Immer wenn ich die Aufnahmen gestartet habe, ist das Spiel abgestürzt. Ich weiß nicht, was das soll. Im Netz heißt es, dass das Problem wohl häufiger vorkommt. Ich hoffe, dass es jetzt Geschichte ist, dass wir jetzt hier anständig weitermachen können. Und so wie es aussieht, ja, okay, haben wir hier jetzt noch nicht verändert, die Situation. Ich gehe nämlich davon aus, in dem kurzen Sequel hier eben, als der Opa das Geschenk hierher gebracht hat, da wurde nochmal gezeigt, dass June mit dem Geschenk reingegangen ist und was danach alles passiert ist, was den Lauf der Geschichte beeinflusst hat, bis wir schließlich zum See gefahren sind. Beziehungsweise bis June auf die Idee gekommen ist. Wenn wir den Lauf der Geschichte so ändern, dass wir zum Beispiel nicht von dem Kleinen am Fenster begrüßt werden, und dass Magdalena mit dem Fahrrad viel früher bei uns ankommt, allerdings, ich glaube, ich hatte ein bisschen Zeit zu überlegen, bevor wir es neu versuchen mit dem Opa. Ich glaube, wir brauchen ihn, so wie er ist, weil er hat uns ja geweckt, als wir auf dem Sofa gesessen haben. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob er in die Richtung oder in die Richtung schießt, aber vielleicht, wenn er dahin schießt, dass wir sonst nicht aufwachen und... Ich weiß es nicht. Oder wir versuchen... Nein, wir versuchen es mal, wir ändern mal alles. Wir ändern mal alles und gucken uns an, was konkret passiert. Na komm, Opa, wir versuchen es. Jetzt wird sie aufgehalten. Nicht gut. Wir müssen es nochmal probieren. Oha, oha, also... Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Der Kleine muss hier mit dem Ball spielen. Hans muss uns wecken. Kleine muss mit dem Ball spielen. Und wenn sie dann hier ankommt und June vielleicht... Ja, richtig, weil June geht dann hier durch und wird dann vielleicht von ihr aufgehalten. Das wäre ein Versuch wert. Das wäre wirklich ein Versuch wert.
Oh Gott. Nein. Ja. Und wir fahren wieder zum See. Das gibt's ja nicht. Gut, also müssen wir. Er darf nicht schießen. Hans darf nicht schießen. Dann geht June vielleicht mit Magdalene mit. Wenn Hans nicht schießt. Aber es ist doch völlig wirre, wenn da einfach nur Konfetti rauskommt. Das ist doch Quatsch. Ansonsten, wenn das auch nicht funktioniert, müssen wir die beiden tauschen. Das hilft nichts. Wir müssen durchprobieren. Ich denke, so könnte es klappen. Nein. Nein. Nein.
Oh nein. Vergessen? Was heißt hier vergessen? Okay, ich hab 1000 Steine im Magen gerade. Was sollen wir vergessen? Und was passiert dann? Oh Gott. Wo geht's dahin? Wo geht es dahin? Jetzt haben wir alle Bilder zerstört. Alles kaputt gemacht. Ich verstehe ihn ja auch. Er ist total durch jetzt. Er ist wirklich total am Ende. Ich trau mich gar nicht, War es das oder gibt es vielleicht doch noch eine Chance? Ich weiß, da drüben scheint die Sonne, aber ich will mich erstmal hier umgucken. Es sieht ja trostlos aus. Um Gottes Willen. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich mich umsehen. Ich trau mich aber nicht. June steht nicht mehr hinter uns.
June. Das hat alles June gemacht. Das hat alles June gemacht. June hat von oben gelenkt. Die Kritzeleien, das war June. June hat verzweifelt versucht, wiederzukommen. Akzeptieren? Nein! Was ist hier los? Nein, 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 nein. Steigt nicht ein. Ehrlich, geht noch eine Runde schwimmen. Nacktbaden oder irgendwas. Guck in das Geschenk rein. Ich will wissen, was da drin ist. Nein, 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 komm, komm, komm hier. Lass uns auf den Spielplatz gehen oder sonst was. Kann ich hier irgendwas interagieren? Nein, nein, nein. Das ist die Szene aus der ersten Folge, von ganz zum Anfang. Hör doch auf. Ja, lass uns, genau, lass uns hier bleiben. Was? 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 Halt an, halt an! Sag es ihr, sag es ihr! Was tust du denn? Ich sehe Karl, da hinten sehe ich Rauch. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht laufen. Nein, es ist das Auto, es ist das Auto. Aber diesmal sind wir tot. Oder?
Thank you.